Herr Guckel, wir sind hier heute beim dritten Deutschen Lehrerforum 2017. Meine Frage ist ganz kurz, was hat sich verändert? Sie meinen gegenüber den ersten beiden Lehrerforen? Richtig. Also ich glaube, dass in der Tat heute mehr als sonst nach vorne diskutiert wurde. Also tatsächlich geschaut wurde, wie kann die Schule eigentlich in 10, 15 Jahren aussehen und was kann Digitalisierung dazu beitragen. Das hat vielleicht auch was mit der Teilnehmerstruktur zu tun. Das sind natürlich alles Lehrer, die sich in ihren Projekten oder in ihren Debattenbeiträgen, die man im Vorfeld ja zuschicken musste, mit dem Thema Digitalisierung schon auseinandergesetzt haben. Man merkt, das ist eine neue Generation, aber es sind vor allen Dingen Leute mit einem neuen Mindset, ja, die einfach da rangehen und ganz pragmatisch sagen, ich werde nie die ganze Institution dazu bekommen, jetzt eine Strategie zu entwickeln, ich werde nie die Regierung dazu bekommen, also versuche ich es mit kleinen Schritten oder in kleinen Teams selbst voranzutreiben an dieser Schule. Und das, was da im Augenblick passiert, hat mich jetzt völlig geflasht hier, ja, an Projekten, die hier vorgestellt wurden. Und ich glaube, die Aufgabe besteht jetzt tatsächlich, das jetzt ein bisschen zu skalieren, also im Sinne auch von Vernetzung, ja, damit nicht nur der eine weiß, was der andere tut, sondern dass das auch wirklich institutionenübergreifend und regionenübergreifend sich fortpflanzt. Und wenn wir das hinkriegen, ne, das schafft das Lehrerforum nicht alleine, aber vielleicht über Webinare oder über adchat.de, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Guter Weg ist ein gutes Schlusswort, also sagen wir Daumen hoch. Daumen hoch.